Dieses Video startet mit einem kurzen Rückblick. Mitte Juni 2024 bin ich mit einer Mitfahrgelegenheit und öffentlichen Verkehrsmitteln nach Rumänien aufgebrochen, um dort den Prototyp eines brandneuen, sehr weit entwickelten Velomobils abzuholen. Wir sprechen über ein Liegefahrrad mit einer ultraleichten Carbon-Karosserie, welches mit reiner Muskelkraft, mit wenig Kraftaufwand sehr schnell und wetterunabhängig befahren werden kann. Bei Velomobil World nahe der Stadt Sachsenregen im Herzen Transsilvaniens startete sozusagen meine Reise. Ich denke nicht, dass es so gut für die Gesundheit von Mensch, Tier und Natur ist, wenn jeder Mensch ein Auto besitzt und dies fährt. Egal ob Benzin, Diesel oder E-Auto. Deswegen möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen und mein Leben ohne Auto bestreiten. Da die öffentlichen Verkehrsmittel besonders in Deutschland neben ihren wahnsinnig hohen Preisen auch von ihren willkürlichen Abfahrtszeiten nie Sinn für mich gemacht haben, habe ich lange nach einer Alternative gesucht und diese im Velomobil gefunden, was sozusagen einen ökologischen Kompromiss zwischen Auto und Fahrer für mich darstellt. Neben dem Spaßfaktor spielt auch der sportliche Faktor eine große Rolle beim Velomobil. Verglichen mit einem normalen Fahrrad benötigt man für 30 bis 35 km/h jedoch nur ein Drittel der Leistung. Hello Jan! Good morning. Nice to be here in your working area, in your factory, Velomobil World. Yes. It's really impressive what you do here. Maybe you could tell the audience a little bit how this all began or how you started to get interested in Velomobiles or recumbents in general. Well, I come from Taunton. Taunton, where the recumbents and the Velomobiles pretty much started in Europe. So with an age of 14, I already saw the first Velomobile. I felt kind of in love with it. It helped me really much, extend my range because I wanted to have freedom. And a Velomobile gave me way more freedom than a normal bicycle because I could reach way longer distances. Yes, so there are a couple of advantages of Velomobiles compared to a normal bike. Mm-hmm. Yeah, well, beside the range extending, Netherlands is not well known for the most beautiful weather. We had always a lot of rain. Cycling in the rain is very unpleasant. In a Velomobile, you will notice the wind, but it will have hardly, in compare with a normal bicycle, hardly any effect on you. So weather protection, speed, comfort. Lately, I was cycling again on a normal upright bicycle, and I was like, okay, my bottom hurts, my wrist hurts, my neck hurts. It's way more comfortable, weather protection, speed or efficiency. So these advantages of a Velomobile I really like. Yes, me too. It's a really awesome thing. Mm-hmm. For what type of person the Velomobile could be suitable? I think a Velomobile is really great for commuting distances. So if you live like between 15 and 30 kilometers away from your work, you can do that with a Velomobile. You can do it also for your daily shopping, go to friends. For many, many things you can use a Velomobile. Most people who start are people, especially men, mm-hmm. when they pass the 30. Mm-hmm. People who come on a certain age to realize like, okay, now I really have to work to keep my body in a great shape. Mm-hmm. Plus it helps me sports very much to stay mental fit. Mm-hmm. Very great. I wish you all the best. I say thank you to be here. Mm-hmm. And have a great journey. Thank you very much. So, all the best. All the best. Oh, endlich wieder gut und lang geschlafen. Super. 8 Stunden. Ja, das braucht der Mensch. Zu Hause schlafe ich sogar 9 in der Regel.
So, bin immer noch im ruhigen Städtchen. Dorf. Ja, Sibiel. Und es gibt jetzt nochmal hier einen leckeren Puramil-Schoko-Frühstücksdrink, eine Banane. Wasser habe ich auch immer dabei und dann geht es jetzt weiter in den Westen. Ja, langsam Richtung Ungarn. Ich bin gespannt. Im Sommer Fahrradfahren ist bekloppt. Im Sommer kann man baden gehen, ja, Wasserball vielleicht. Oder irgendwo auf dem Berg, wo noch ein bisschen Schnee liegt. Aber Fahrradfahren im Sommer? Ich muss verrückt sein. Ah. Es geht wieder bergauf. Man braucht enorm viel Wasser. Es ist sehr heiß. Deswegen liebe ich ja Radtouren im Winter. Das können viele nicht verstehen, aber man braucht deutlich weniger Energie und Wasser. Schöne Vertäfelung am Dach. Das ist wohl hier normal, dieses bunte. Schwarz, weiß, grün. Evangelische Kirche. Und so schön, die ganzen Blumen. Hier gibt man sich Mühe. Ha? Hier in Schäbisch, auf Deutsch Mühlbach. Schöner Park. Wisst ihr, was jetzt das Beste ist? Ein kaltes, alkoholfreies Bier. Und dazu Heidelbeeren. Genau das Richtige jetzt. Und ich bin hier an einem Denkmal. Das ist total interessant. Und zwar bin ich hier in Tartaria. Ja, da hinten ist das Dorf. Und zwar die ersten geschriebenen Zeichen, die erste Schrift, die sogenannte Donauschrift der Vrinka-Kultur. Und diese Schrift... Platten, also diese Lehmplatten, diese Lehmtafeln hat man hier gefunden, also noch vor der Eisenzeit, deswegen auch Lehm. Und mit der sogenannten Radiokarbonmethode hat man festgestellt, dass sie eben ungefähr 7200, 7300 Jahre alt sind. Ja. Hier steht auch nochmal Tartaria, das ist der Ort da hinten. 5500 in Domini vor Christus. Primul Messai, erste Message Scris, erste geschriebene Nachricht in der Geschichte der Menschen, der Menschheit. Ja, also das Erste, was die Menschen auf Papier, sag ich mal, gebracht haben. Gut, wenn man Latein in der Schule hatte, Rumänisch, sehr verwandt zum Lateinischen. Das sind natürlich nicht die richtigen Tafeln, das wurde hier nachgemacht. Die richtigen Tafeln sind... im Museum in Cluj-Napoca, wo ich leider nicht mehr hinfahren werde, das hatte ich erst geplant, aber das ist doch zu viel. Ja, hier in Tartaria. Und darauf erstmal ein leckeres alkoholfreies Bier und Heidelbeeren.
Angeblich soll die Donauzivilisation eine hochentwickelte Kultur gewesen sein, die aus friedlichen Gemeinschaften bestand, die bereits vor über 7000 Jahren nachhaltige Landwirtschaft betrieben, vermutlich viel Flachs und Hanf angebaut und auch damals bereits richtige Wohnhäuser aus Lehm und Holz errichtet haben sollen. Bekannt ist durch viele andere Zivilisationen, dass diese sich gerne an größeren Flüssen niederlassen, in diesem Fall war das also die Donau. Diese egalitäre Gesellschaft soll mit anderen Völkern Handel betrieben haben, das belegen Funde wie Muscheln vom Schwarzen Meer und Mineralien aus Ungarn. Besonders faszinierend ist, dass diese Zivilisation bereits eine eigene Schrift gehabt haben soll, die sogar älter ist als die numerische Keilschrift. Es könnte sein, dass die Entwicklungen der Donauzivilisation Einfluss auf das alte Griechenland hatte. Neben den Lehmplatten mit den ersten Schriftzeichen wurden auch seltsame Artefakte von Figuren gefunden. Diese hatten oft einen helmähnlichen Kopf und es gibt auch kuriose Artefakte, welche Fortbewegungsmittel mit Rädern darstellen. Dies hier zum Beispiel, eventuell das erste Liegerad in der Geschichte der Menschheit? Aber heutzutage schreibt man sich ja Nachrichten so über elektrische Felder. Das heißt, diese Schrift, ja, die Donauschrift, ist sogar älter als die Schrift der Sumerer aus Mesopotamien. Und noch was Interessantes habe ich für euch. Hier im Neuen Testament, das ist hier der zweite Petrusbrief, 2,4. Hier steht, denn Gott hat nicht einmal die Engel verschont, als sie sündigten, sondern sie bis zum Tag des Gerichts in die Hölle geworfen, in düstere Höhlen und in völlige Finsternis. Ja? Und das kommt aus dem Altgriechischen. Und zwar Tartaros, hier in Tartaria. Wieder ein neuer Bezirk, Hunebrorabas, habe ich zu spät geschaltet. Steht's da noch mal? Nee. Hunebora, meine ich, heißt es. So, jetzt genieße ich hier nochmal ein alkoholfreies Bier. Ja, ich habe in genau 5 Tagen, ich bin vor ziemlich genau 5 Tagen über die Grenze gefahren, 200 Euro ausgegeben. Ja? Das sind in Lei knapp 1000, ja, ungefähr 1000 Lei. Und das ist alles, was ich jetzt hier noch übrig habe. Das sieht so viel aus, ja, 30, 37 Lei und ein paar zerquetschte. Das sind aber ungefähr 7,50 Euro, sage ich mal. Ja, also das hier sind zum Beispiel, das sind 20 Cent. So ein ganzer Schein. So, und das gebe ich jetzt hier noch aus und dann bin ich mit 200 Euro gut hingekommen, inklusive Hotels und allem. Auch viele Artefakte aus der Jungsteinzeit gefunden, ja, auch mit Schriftzeichen, Frinka-Kultur, das ist schon alles sehr spannend. Ja. Das ist alles hier in dieser Region, hat das stattgefunden. Ja. Ja, historisches Handwerk, Metallverarbeitung, Holzverarbeitung, Landwirtschaft, aber heutzutage hat man eben Monokultur. Viele Sendemasten und eine Menge Autos. Und Schaulustige. Man kann nirgendwo anhalten. Das ist wirklich so. Das ist der Nachteil von so einem Fahrrad. Das hat so viele Vorteile, aber man hat keine Ruhe. Keine. Ja, hier sind wir. Schönes Wetter. Man fühlt sich wie in der Jungsteinzeit. Fast. Weiter geht's. Ich muss hier eine Viertelstunde beim Campingplatz sein.
Das wird aber knapp. Oh, oh, oh. Ja. Gucken wir mal. Ich hab's noch so gerade rechtzeitig geschafft, denke ich. Jetzt geht's ja rein, Zelt aufbauen. Guck mal, wie schön das hier ist. Der Campingplatz ist auch zu empfehlen. 9 Euro die Nacht. Und hier hat man die Möglichkeit, sich ein bisschen auszubreiten in der Küche und hier Internet zu nutzen. Ein gemütlicher Raum. Ich zeige euch auch mal, wo ich schlafe. Das ist hier draußen. Das ist jetzt 8:30, einer der längsten Tage. Ne? Da hinten scheint noch die Sonne. Und hier steht mein Fahrrad. Hier steht mein Zelt, da schlafe ich. Und ich habe auch schon Kontakte geknüpft. Das sind Deutsche. Beziehungsweise auch ein Donauschwabe, ja, der in Rumänien groß geworden ist, aber Volksdeutscher ist, wie man so sagt, ja, eine deutsche Minderheit in Rumänien. Das ist also auch sehr spannend. So, der Tag neigt sich dem Ende. Und es geht jetzt los mit dem Schneiden des ersten Teils, ja. Ja, 8 Stunden schlafen, perfekt. Ach, da bauen die Tiere dann hin. Mittag noch zusammen zur Burg Deva gefahren. Die Burg wurde erstmals im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Auch um die Burg herum hat man viele Artefakte aus der Jungsteinzeit gefunden. Die Burg Deva ist eine der wenigen Burgen in Transsilvanien, die vom Wahnsinn des Dracula-Tourismus verschont geblieben ist. Alleine deswegen schon ist sie sehenswert. Ganz ungefährlich ist es da oben aber nicht. Dort ist nämlich die europäische Hornotter heimisch, deren Gift das stärkste ist unter den europäischen Schlangen. Damals vor Eindringlingen geschützt wurde, verteidigt wurde, die Schießschächte. Man hat ja einen hervorragenden Blick auf das ganze Land und auf die anderen Berge. Die neue Bekanntschaft fährt jetzt auch, ich auch. Wir haben 11:45. Ich wollte heute 150 Kilometer, 300 Höhenmeter zurücklegen. Das könnte knapp werden, aber mal gucken, wegen der Hitze. Ne? Es ist verdammt heiß. Aber mein Ziel ist dann doch schon noch bis nach Arad zu fahren. Unterwegs ist auch gar kein Campingplatz, ist also gewagt, aber da sollte ich dann sicher sein. Versuchen wir es, ja. Mittagshitze, jetzt wird es richtig heiß. Also. Aber sehr zu empfehlen, dieser Campingplatz hier. Los geht's. Ciao! Ciao!
war nett, Benedikt und Franz zu treffen. Wir hatten gestern Abend schöne Gespräche gehabt und sind heute zu der Burg gefahren, die man da hinten sieht. Und uns haben sie mir noch ein bisschen Wasser mitgegeben, dann muss ich nicht gleich schon wieder bei irgendeinem Supermarkt halten. Wie gesagt, es ist verdammt heiß. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel getrunken. Aber wenn man sich eben körperlich aktiv betätigt, ja, Kombination mit der Hitze, geht nicht anders. Ist anders nicht möglich. So, und jetzt geht's Richtung Rad. Ich habe jetzt hier auf gerader Strecke so ziemlich konstant 40 drauf. 40 km/h, das ist relativ angenehm noch. Vielleicht nicht mehr ganz Ruhepuls, aber auch nicht total erhöht. Aber die Straße, die Ampel, die wird dann, lässt alle wieder gleich werden, auf gleiche Höhe kommen. Weiter geht's. Polizei filmt auch. Hat der Schange. Jetzt. Macht's gut. Okay, los geht's. Das geht noch relativ einfach. 50 Sachen. Muss hier ziemlich eben sein. Viele finden das interessant. Alle finden das toll, vor allem die Kinder. So mobil. Hier sieht man nochmal die Burg. Naja, ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Weiter Richtung Arad. Wie man es ausspricht, es ist sehr warm. Filmt der eine den anderen. Die Belüftung ist top. Ja, sogenannte Nackerdakt. Das kann man einstellen, wie stark man die Belüftung haben möchte. Es fliegen einem keine Fliegen ins Gesicht. Aber bei der Geschwindigkeit ist es wirklich nicht zu warm hier drin. Hinten geht die Luft wieder raus. Schön erfrischend. So kann man es eine Weile aushalten, selbst im Sommer unter dem Dach hier. Ich bin jetzt 30 Kilometer gefahren, vor genau einer Stunde beim Campingplatz losgefahren. 5 Minuten Pause gemacht, also kann man sagen 33 km/h Durchschnitt. Und es ging auch noch gut über die Berge, muss ich schon noch mal Pause machen am Berg und war schon noch mal Steigung bei. Also das ist ein guter Schnitt, finde ich. Da bin ich jetzt erstaunt. Ein wirklich schnelles Fahrrad. Und dann bin ich gespannt, wie das in der Ebene wird. Ja, und jetzt tanke ich erstmal, ne? Kleiner Spaß. Ich habe hier noch, ja, beim DM gekauft, ha? Kennt er bestimmt aus Deutschland. Bisschen Energie. Muss nur sagen, Fühlung. Dann geht's weiter. Trinken, ganz wichtig.
So, ich bin hier in einem ganz besonderen Restaurant gelandet. Dieses Restaurant heißt Natur. Und ihr seht ganz viele reife, leckere Mirabellen. Die sind mal gut. Energie für die Reise. Restaurant Natur. Seht ihr, wie stressig das hier ist? Das ist eine stressige Route. Viele LKWs, die hier fahren. Ich kann auch kaum Rast machen. Die Strecke geht über 20 Kilometer schon so. Kilometern. Das ist kein Witz. Eigentlich wird man bekloppt. Aber wenn man das ab und zu macht, alle fragen sich, ob das nicht gefährlich ist. Wenn man nicht übersehen wird, auch die LKWs, die SUV-Fahrer, die Motorradfahrer, alle, also die sehen einen sehr gut. Weichen aus, es gibt keine bremsigen Manöver. Trotzdem muss man natürlich aufpassen, wenn man so ein Fahrzeug fährt, das ist klar. Aber hier seht ihr zum Beispiel, auch bei Tag, das sieht man sehr gut, es ist gut beleuchtet. Reflektoren, auch bei Nacht, man sieht es super, wunderbar. Hier kann man auch noch Reflektoren anbringen, falls man mit offener Haube im Berg hochfährt, aber schon gut durchdacht. Sieht aus, als würde mein Plan aufgehen. Wir haben jetzt 4:45 und ich habe 40 Kilometer noch zu fahren bis zum Campingplatz. Da dürfte bis kurz nach 6 klappen. Schnitt von 30.